Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeladem zu einem neuen Let's Play Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Wie immer natürlich bei Nacht. Ja, wann denn auch sonst? Lass uns einfach mal das legendäre Pokémon Solgaleo einfach dreist bei Nacht fangen, wenn wir das dann soweit sind. Aber erstmal werden wir hier Team Skull ansprechen. Ich hätte mir wohl eher Pokémon Mond holen müssen. Aber gut, ist jetzt zu spät. Kommt jetzt ein paar Parts zu spät, also 40 Parts. So früher hätte ich vielleicht eventuell mir ein anderes Spiel zulegen können, aber ja, jetzt ist eh zu spät. Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Bin ich von euch lahmen Intern gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Bike fertig machen lassen. Aber um den da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Super. Das würde mich mal freuen, wenn ich den Skull endlich mal ernst machen würde. Scheinbar haben sie irgendwie in den letzten paar Parts nicht wirklich ihr Bestes gegeben. Zumindest kam es mir so vor. So leicht, wie mir die Pokémon-Kämpfe mit Team Skull gefallen haben, ja, kann das nicht ihr Bestes sein. Ja, und jetzt sehe ich hier gerade einen Golbat und zwei Pokémon. Also zwei Pokémon, eins davon ist ein Golbat. Ich weiß nicht, ob das Maximum ist, was Team Skull zur Verfügung steht an Waffenkraft und Verteidigungsmitteln. Wenn das wirklich das Maximum ist, ja, dann ja, ich habe da keine Worte mehr für. Dann sollen sie sich mal vielleicht ein bisschen verdünnisieren und mal ein bisschen weiter trainieren. Weil dann, ja, haben sie irgendwie keine Chance. So, schnell mal Hypertrank einsetzen. Lea ist schon fast am Boden. Aber halt nur fast. Skullbutt ist doch stärker als gedacht. Aber dadurch haben wir uns noch nie einkriegen lassen. Lea ist jetzt nicht unser einziges Pokémon im Team. Und wir haben hier fünf andere Pokémon, die auch was drauf haben. Außerdem kriegt das Lea auch ganz gut hin. Die ist jetzt schon auf Level 30. Übrigens habe ich sie trainiert. Auf Screen. Vom letzten Part zu diesem Part. Ist jetzt kein Pokémon mehr im Team unter Level 30. Also, wollte ich nur mal sagen. Ich weiß, das Golbat ist Level 34, das ist 4 Level höher, aber es ist ein Golbat. Es ist und bleibt ein Golbat. Golbats sind einfach, ja, besiegbar.
um es mal so auszudrücken. Ja, gut. Und wir sind jetzt nicht der mächtigste Gegner. Aber du, ich denke, John kann da was ausrichten. Liebe Grüße von Nea. Bis. Ja. Das war's mit Golbert. Lukas erreicht Level 41, wie es aussah. Ne, 41 war das niemals. 31 vielleicht. Muss mich verlesen haben. Oh, das kennen wir doch irgendwo. Das war doch schon mal bei einer Dschungelprüfung. Hast du das geklaut? Von einer Inselprüfung. In die Dschungelprüfung war es jetzt nicht. Sorry, habe ich mich wieder versprochen. Das war ein anderes Pokémon bei der Dschungelprüfung. Die hatten wir auch schon. Die mussten wir auch schon bestehen hier. In Pokémon Sonne. Toxin, ja, das ist clever. Jetzt bin ich nicht nur verwirrt, sondern auch noch vergiftet. Das ist ein cleverer Schachzug. Aber ich habe da Klariat. Ja, Sister. Da bringt dir auch da hinten Vergiftung nichts. Skullvorstand Fran wurde besiegt. Was für eine Überraschung. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Ja, ich dich auch nicht. Glaubst du es mir? Ja, schon wieder besiegt worden, Team Skull. Ja, das müssen sie mittlerweile gewohnt sein. Es ist bei denen so Alltag wie ein Pokémon im hohen Gras. Mann, du hast es echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich nicht im Nullkomma nichts vom Platz fehlen konnten. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Kein Problem. Team Skull erledige ich alleine, auch wenn es eine ganze Armee von Team Skullrüppeln ist. Das ist absolut kein Problem. Ich metze die alle nieder mit meinen Pokémon. Ich brauche keine Unterstützung für Team Skull. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po willkommen zu heißen. Ich habe meine App letztes gespielt, die hieß so wie die Basis von Team Skull. Okay. Alles klar. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht es allen gut. Es geht allen gut. Das ist Team Skull. Was soll denn Team Skull bitte angestellt haben? Armes kleines Mangonio. Ach, ein Mangonio, das können sie behalten. Das hole ich euch nicht zurück. Nee, Mangonio muss ich euch nicht zurückholen. Ich fange die jetzt auf der Straße, wenn es sein muss. Mangonio gibt's in Akala und in, wie hieß die andere Insel? Die gibt's wie Sand am Meer. Das werden sie büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Zwergfürst muss alleine nach Po'u gehen. So wie sie es gesagt haben. Genau, denn in Po'u findet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Hilf meinem kleinen Mangonio. Ich gebe dir auch das hier dafür. Ein Sonderbonbon.
Danke, kannst du zurückhaben. Ich gehe jetzt wegen dir jetzt nicht. Ich weiß, Team Skull ist keine Mühe, aber in Mangunor ist auch keine Mühe wert. Ist, verstehst du, was ich meine? So ein Kack Mangunor. Ich fange dir ein stärkeres Pokémon dazu, Mangunor. Ja, natürlich muss ich jetzt mal wieder das ganze Ding ausglätten und ja, hängt natürlich mal wieder alles an mir. Aber gut, ist ja auch mein Abenteuer. Dann starten wir mal die Rettungsmission für einen Mangunior. So, das Team mal wieder auffallen. Kann ja sein, dass Team Skull uns großen Schaden zufügt. Ich habe schon so große Angst vor Team Skull. Ja komm, wir marschieren einfach rein und holen uns das Mangunior wieder. So schlimm wird der Boss von Team Skull nicht sein. Oha, wer ist denn das? Ein Typ in einem sehr auffälligen Outfit. Ach du grüne Neune. Hab ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sicher heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Wenn du schon mal hier bist, kannst du erraten, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Ja, könnten wir jetzt ein Zufallsexperiment anstellen und jetzt raten, welche Zahl herkommt. Ich sag euch so mal per se, es ist knapp 50% Wahrscheinlichkeit. Wer hätte es gedacht? Das Kopf oder Teil. Erscheint. Ich würde mal auf Zahl sitzen, weil ich mag die Zahl und ja. Auf geht's. Na, sag schon. Was war's? Wow. Alles in der Welt. Wie konntest du das wissen? Ich bin regelrecht geblendet von deinem hellseherischen Gespür. Du hast gewonnen. Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Pokémobilfunk Torhaedo herbeirufen kannst. Springe am besten gleich auf und mach dich mit ihm vertraut. Torhaedo kann nun per Pokémobilfunk natürlich herbeigerufen werden. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Drückst du den B-Knopf, während du auf Torhaedo reitest, kannst du mit der Torhaedo-Düse mühelos Felsen zerstümmern. Zerstümmeln nicht, zertrümmern. Falls es so geklungen hat. Zerstümmeln wird es zwar vielleicht auch treffen bei einem Felsen, der zerstört wird, aber ja gut. Klingt ein bisschen hart. Die dir den Weg versperren. Ich kann. Ach komm. Ich kann heute nicht mehr sprechen. Das ist. Ich muss den Part so bald wie möglich beenden. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte. Am Ende von Route 16. Komm, es ist irgendwie heute. Hat keinen Sinn mehr weiterzumachen. Ich glaube, wir beenden gleich mal hier den Part und machen dann am nächsten Tag weiter, bin ich dann wieder halbwegs besser
lesen kann. So, Route 16, nicht 19, liegt die Stadt Pou. Dort treibt gerade Team Skull sein Unwesen. Solltest du also dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Okay, dann rufen wir mal Torheido. Das Wasser schimmert im Licht. Möchtest du Pokémobil nutzen? Ja, das möchte ich allerdings. Das ist aber kein Torheido. Aber das ist ein Torheido. Der Felsen sieht ziemlich robust aus. Vielleicht kann ein Pokémon ihn ja zertrümmern. Ich dachte, Torheido kann das. Achso, mit B. So, die noch zertrümmern. So, jetzt der Weg frei. Oh, ein wildes Pokémon im Wasser. Ein Pelipper. Na toll. Was sollen wir denn hier mit einem Pelipper? Ich habe natürlich Badehosen an. Nachts im Wasser. Ihr wisst, wie kalt es nachts im Wasser werden kann. Ich weiß, das ist Alola und das Wasser wird schon ein bisschen warm sein, aber... Ja gut, ich würde es nicht tun. Bei Nacht. Wow, war das ein großer Felsen. So, hier noch durch. So. Jetzt dürfen wir gleich auch da sein. Und was haben wir denn da? Infineon. Ne, das brauchen wir nicht. Brauch dich nicht. Verschwinde. Du bist entkommen. So, weiter geht's. Hier müsste dann irgendwo auch das Skull versteckt sein. Oh, das sah aus wie ein Schwimmer. Oh, hier ist ein Strand. Und dass man kein Zeichen ist. Nein, das ist nicht das Versteck. Das ist nur ein Item auf einer großen... viereckigen Platte. TM 93 Stromstoß. Okay. Wieso ist hier ein Item so hier direkt auf dem Präsentierteller? Das macht mich irgendwie kirre. Ein wildes Pokémon. Ein Fleckmon. Mein Mauzi, das sich entwickelt hat. Hohes Gras. Aber wieso platziert man als Entwickler hier ein Item? Hat das irgendeine Bewandtnis? Was hat das Ding hier zu bedeuten? Ach komm, machen wir uns keinen Kopf darüber. Zerbrechen wir uns nicht den Kopf darüber. So heißt das Sprichwort. So, ein Trainer. Und den besiegen wir auch noch. Oh, drei Pokémon. Gut. Es sollte also ein bisschen dauern. Es sollte auch ein bisschen dauern, bis wir zu Team Skull kommen. Vielleicht nicht mehr in diesem Part. Aber vielleicht machen es die Gegner von Pokémon mir auch leicht. So, dann nochmal Finter. Finter ist sehr effektiv. Level 30 Pokémon gegen Level 34 Pokémon. Okay. Und schon mal gut. Und sieht ja, wie stark leer ist. Ein Apollo. Würde ich gleich mal einen Biss einsetzen. Ich denke, das dürfte effektiv sein. Ja, kann man so sagen. Ach, ihr seht es gar nicht. So einen Kack habe ich das die ganze Zeit schon. Die obere. Wie ist denn das heute hier eingestellt? Ja gut. Bemerke ich relativ spät.
Und so ist, glaube ich, gut. Knuddeluff ist das letzte Pokémon. Okay. Nehme ich. Und das dürftest du auch noch hinkriegen, Lea. Ist jetzt nicht allzu schwer. Ist auch vom Typ relativ gut, die Pokémon. Bisher. Ich glaube, Knuddeluff ist jetzt nicht so toll. Versuch's mal mit Biss. Scheint nicht sehr effektiv zu sein. Es fühlt sich in eine Art Ball. Ich versuch's mal mit der Z-Kraft. Der hat schon immer was gebracht. Und ihr könnt euch nochmal diese epische Animation anschauen. Und ich muss nichts tun. Fast eine ganze Minute lang. Diese Z-Attacken sind doch unheimlich lang gestreckt vom Spiel. Es nimmt so unheimlich viel Spielzeit in Anspruch. Ich weiß, es ist nur eine knappe Minute. Eine halbe Minute, glaube ich sogar. Aber es kommt einem ewig vor, wenn man davor sitzt. Vielleicht ist es nicht mal eine halbe Minute. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Es hat auch nicht wirklich was gebracht. Ja gut, ich setze halt ein anderes Pokémon ein. Bringt halt gerade nichts wirklich, nicht wirklich was, dass ich mit Lea hier kämpfe. Los, John. Oha. Och nee. Nicht schlafen im Dienst, mein lieber John. Jetzt wird hier aufgestanden. Zum Glück habe ich den Aufwecker dabei. Aufstehen. Es ist zwar nachts, aber du bist im Dienst. Du hast Nachtschicht. Los, kämpf. Ja, gibt's eine Ohrfeige dafür. Ja, richtig so. Links, rechts eine. Und wenn du nochmal einschläfst, gibt's einen Fußtritt. Jetzt. Auf. Attacke. Joa, Feuerzahn. So, das hätten wir erledigt. War ein ganz guter Kampf, obwohl John zwischendurch mal eingeschlafen ist. Das kann ich nicht akzeptieren. Das wird so nicht akzeptiert. Im Dienst einfach einpennen. Nein. Delegator. Das klingt interessant. Na, brauche ich nicht. Unbekannte Attacken erhalten. Okay, meine Kleinen, zurück in ihre Bälle. So, ein bisschen Money bekommen. So, und jetzt würde ich gerne wieder in Richtung Team Skull. Ich habe hier eine Quest, die ich zu erfüllen habe. Was auch immer dort im Wasser schwimmt, soll mir egal sein. Oha, ein unzerstörbarer Felsen. Das sieht doch schon besser aus. Ein weiterer Küstenstreifen. Route 16. Hier ist ein Pokémon Center. Das ist hervorragend. Und das sieht aus wie eine Ätherbasis. Aber wir wollen nicht zu einer Ätherbasis. Egal, erstmal Pokémon heilen. Und dann sehen wir weiter. So. Zack, 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 zack. Ui, 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 ui. So, weiter geht's.
Was ist mit den Dingern hier? Der Fall ist klar. Die Flecken meines Pandir sind eindeutig am fleckigsten. Sieh es dir noch nur mal an. Von oben bis unten Flecken. Ein schöner als der andere. Alle Pandir sind gefleckte Augenweiden. Aber das Pandir rechts ist das schönste. Größe, Farbe, Muster. Seine Flecken sind einfach makellos. Was soll man da sagen? Offensichtlich werden die Männer hier gerade hypnotisiert. Pandi! Pandan! Sieht doch sehr hypnotisch aus. Mit dir haben wir schon gesprochen. Pandi! Okay. Gehen wir da mal rein. Was macht da drinnen wohl vor sich gehen? Sina! Okay, die haben wir schon mal irgendwo gesehen. Da bist du ja endlich. Dann erkläre ich dir mal den Reinkarnator. Achso, Reinkarnator. Reinkarnation, kennen wir. Sina, du verschwendest wirklich deine Zeit. Hast du eigentlich schon die Zellen und Kerne von Zigane gesammelt? Sieht so aus, als hättest du schon mindestens 10 Zellen und Kerne zusammen. Ja, schon sogar ein bisschen mehr. Wie dem auch sei, ich fange mit der Erklärung an. Aufgepasst. Der Reinkarnator hat mit dem Pokémon Zygarde zu tun. Die Maschine ermöglicht sowohl Synthese als auch die Aufspaltung von Zygarde. Synthese bedeutet ganz einfach, dass du das Pokémon Zygarde zusammensetzen kannst. Dixio, machst du weiter? War ja klar. Dann den komplizierten Teil darf ich dann mal wieder übernehmen. Ach, Sina. Also, es gibt zwei Arten der Synthese. Bei der ersten werden die gesamten Zellen Zygarde hinzugefügt. Und bei der zweiten Art wird ein komplett neues Zygarde aus den Zellen erschaffen. Dann gibt es noch die Aufspaltung. Und dabei wird Zygarde aufgespalten, ihm werden die Zellen also wieder weggenommen. Die beiden abgespaltenen Zellen kommen zurück in den Zygarde-Würfel. Übrigens, laut den Forschungsergebnissen des Professors, der uns nach Alola geschickt hat, besteht Zygarde aus 100 Zellen und Kernen. Je nach Anzahl der Zellen und Kerne ändert sich Zygardes Form. Es führt also einen Formwechsel durch. Das heißt ja, dass Zygarde die Ordnung in der Kalos-Region bewahre. Ich frage mich, ob seine Anwesenheit in Alola ein Vorzeichen für irgendein Ereignis hier ist. Vielleicht lässt sich dieses Rätsel lösen, sobald wir mehr Zellen und Kerne von Zygarde zusammen haben. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen. Au revoir!